Eberhard Diepgen, 1941 in Berlin geboren, wuchs im Ortsteil Gesundbrunnen in einer von dem Architekten Rudolf Frenkel errichteten Wohnsiedlung namens Gartenstadt Atlantik auf. Von dort bis hin zu seiner nicht unwichtigen Rolle als Pfleger transatlantischer Beziehungen führte ihn zielstrebig sein Weg. Schon während seinem Jurastudium an der Freien Universität Berlin trat der evangelische Christ 1962 der CDU bei. Neben seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt ging er schnell in verantwortliche Positionen der Partei- und Stadtpolitik, war von 1971 bis 2001 Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin und in diesen 30 Jahren zweimal regierender Bürgermeister von Berlin. In der Vorwendezeit von 1984 bis 1989 und nach der Wiedervereinigung von 1991 bis 2001. Neben vielen anderen Auszeichnungen erhielt er das Bundesverdienstkreuz sowie den Verdienstorden des Landes Berlin und die Stadtältestenwürde. An einem Mittwoch, den 3. Oktober 1990, wurde die deutsche Wiedervereinigung mit dem Wirksamwerden des Beitrittes der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland formal vollendet. Wie veränderte sich Ihr Arbeitsalltag vom 2. zum 4. Oktober? Sie waren damals Vorsitzender der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus und damit Oppositionsführer. Wir bereiteten uns damals gleich auf die Wahlen vor. Und die entscheidende Veränderung war, dass ganz offiziell Berlin dann größer geworden ist. Die Unterschiede zeigten sich später dann nachher in meiner Amtsübernahme dann als regierender Bürgermeister wieder. Ich glaubte immer, Berlin zu kennen. Aber man merkte dann doch, dass Berlin größer war, dass man Berlin insgesamt stärker besuchen konnte, dass ich ab und zu mal in den Stadtplan gucken musste, um mir einzelne Projekte genau anzusehen. Und es war vor allen Dingen die Auseinandersetzung mit der Frage, wie wächst eine Stadt zusammen? Die Viermächtestadt Berlin, der Westteil, in ständiger Auseinandersetzung mit Ansprüchen der Sowjetunion, die Berlin vereinnahmen wollte, die DDR vor allen Dingen vereinnahmen wollte, in einer engen Verbindung zu den Schutzmächten, insbesondere zu den Amerikanern. Und auf der anderen Seite ein Konzentrationspunkt der kommunistischen Eliten. Das war der Punkt. Und die Arbeit veränderte sich auch in dem Sinne, dass man erstmal alles wieder zusammenfügen musste. U-Bahn, S-Bahn, die Kanalisation, das Schulsystem musste vereinheitlicht werden, zum Teil neu aufgebaut werden. Aber ich bleib dabei, die Hauptaufgabe war, dass die Menschen zusammenkommen. Die Unterschiede waren größer, als ich dachte, als alter Berliner eigentlich mir vorstellen konnte. Und die Arbeit war vor allen Dingen das, dass es nicht zu sozialen Eruptionen bei den Füllen von Veränderungen und auch den wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die beide Teile der Stadt hatten, kommen durfte. Das war der 3. Oktober. Ihre erste Amtszeit als regierender Bürgermeister von Berlin endete Anfang 1989, gut 9 Monate vor dem Mauerfall. 3 Monate nach der Wiedervereinigung wurden Sie erneut im Januar 1991 zum regierenden Bürgermeister von Berlin gewählt. Welche Veränderungen waren gerade im Hinblick auf die Einflussnahme der Besatzungsmächte und da die der USA eingetreten? Es ist einem Menschen von heute kaum klarzumachen, welcher Rechtsstatus, welche rechtlichen Probleme es in Berlin damals gab. Vier-Mächte-Status, das war die Fortsetzung und Beachtung einer Rechtsposition aus dem Jahre 1945. Ich will das mal an einem Punkt deutlich machen. Die Luftkorridore waren bestimmt nach der Technik des Jahres 1945. Und die Luftkorridore, der einzige freie Zugang, nur von alliierten Flugzeugen benutzbar vom Westen in den westlichen Teil der Stadt Berlin.
durften nur auf niedriger Höhe genutzt werden. Es wackelte da immer zu mit der neuen Technik. Um nur mal das an einem Punkt deutlich zu machen. Und weil es die Rechtsposition von 1945 war, also übrigens die Todesstrafe erst nach der Wiedervereinigung aufgehoben worden. Nie angewandt, aber das waren die Punkte. Als regierender Bürgermeister gehörte es zu der Routine bei mir, dass man eigentlich monatlich bei den alliierten Stadtkommandanten anzutanzen hatte. Ich sage bewusst anzutanzen, Bericht zu erstatten hat. Die wussten alles, stand alles in der Zeitung und man hat sich dann auch nett unterhalten. Denn es gab eine Veränderung. Es war zwar die oberste Gewalt der Alliierten mit wesentlichem Einfluss der Amerikaner, aber es hat sich eine Praxis entwickelt, wo die Alliierten und die Amerikaner eigentlich nur in Sicherheitsfragen, das heißt in Fragen Polizeiorganisation bis hin zu Personalfragen, in Fragen Sicherheit, die die Versorgung betrafen. Da erinnere ich heute immer an das Thema mit den Gasleitungen, denn damals ist schon eine Gasleitung aus der Sowjetunion nach Berlin über die Bundesrepublik geführt worden, um die Versorgung hier sicherzustellen. Ist ja ganz spannend für aktuelle Streitigkeiten in dem Punkt. Aber da mischten sich die Amerikaner genau ein. Die wollten beispielsweise, dass ein großer Speicher in Berlin errichtet wird. Reserve für mehr als 2 Jahre. Ich hatte da meine Kontroverse mit den Amerikanern. Die konnte man übrigens auch austragen. Ich war der Meinung, wenn sie nach einem halben Jahr das mit den Russen nicht hingekriegt haben, dann hat das alles sowieso keinen Sinn. Aber das waren die Rechte der Alliierten dabei und es entwickelte sich eben eine sehr enge Zusammenarbeit. Das fiel nachher alles weg. Auch die Abhängigkeiten dabei, die Abhängigkeiten, wenn ich, darf ich mit Herrn Honecker, also dem Parteichef der Kommunisten, zusammenkommen oder nicht, das habe ich immer sorgfältig mit den im Einzelnen abgestimmt. Manchmal auch kontrovers. Durchaus gab es dabei auch Punkte im Einzelnen. Aber es entwickelte sich eben doch eine Zusammenarbeit, dass die beispielsweise die Amerikaner ein Interesse daran hatten, dass es wirtschaftlich in Berlin vorangeht. Ich habe mit Unterstützung der Amerikaner Wirtschaftsreisen, Akquisereisen vorgenommen im Einzelnen. Also es entwickelten sich aus Besatzungsmächten Verbündete und Freunde. Das war der Punkt. Und mit der Wiedervereinigung am Tag, am 3. Oktober, verabschiedeten sich die alliierten Stadtkommandanten. Es blieb nur noch Militär übrig im Einzelnen. Es gab eine neue Abhängigkeit, die war von der Bundesregierung gegeben. Also stärkere Einbeziehung in den Bund, ganz andere Abhängigkeiten dabei. Aber es war eben eine Stadt in Souveränität der deutschen Entscheidung. Eine jahrelange Verbundenheit stärkte gerade in Westberlin das freundschaftliche Verhältnis zu den USA. Welche Veränderungen in Bezug auf das Verhältnis zwischen Berlin und den USA haben Sie in der Folge auf politischer Ebene wahrgenommen? Ich will mal erst beschreiben das Verhältnis der alten Westberliner zu den Amerikanern. Das war die Schutzmacht. Es gab in Berlin auch anti-amerikanische Demonstrationen von der Fundamentalopposition dabei. Aber die alten Westberliner hatten dafür überhaupt kein Verständnis. Übrigens sogar in den Vietnamkrieg hat man in Berlin eher verteidigt als anderswo in Deutschland, weil man die Abhängigkeit in der Schutzfunktion gegenüber der Sowjetunion von den Amerikanern sehr empfanden hat. Und es gehörte ja auch dazu, dass beispielsweise amerikanische Soldaten viel stärker in die Berliner Gesellschaft hineingehen. Und ich wohnte damals in einer bestimmten Zeit mit meinen Kindern im amerikanischen Sektor. Wir vermissten dann danach, nachdem wir abgezogen sind, immer die trainierenden amerikanischen Soldaten, die an unserem Haus vorbei liefen, schwitzend,
wie das so dann beim Training der Soldaten dabei im Einzelnen ist. Es war eine sehr emotionale Verbindung und mal auch spöttisch gesagt, der amerikanische Stadtkommandant war eben so etwas wie, der hat Hof gehalten in Berlin. Bewusst Hof gehalten haben die Engländer etwas stärker als die Amerikaner im Protokoll und dergleichen. Aber es war das und die Berliner haben sich auch sehr darum gedrängt, entsprechende Einladungen beim amerikanischen Stadtkommandanten dabei zu haben. So, das entfiel alles. Und wir haben uns bemüht, einen Teil dieser Verbindung nach dem Wegfall dieser rechtlichen Verknüpfung aufrechtzuerhalten. Übrigens, die Stiftung, die diesen Film hier verantwortet, ist ein Resultat davon. Man hat sich bemüht, diese vielen persönlichen Kontakte zu erhalten, weiterzuentwickeln dabei. Aber früher war es eben so, dass eine Fülle von GIs hier stationiert war, dann nachher wieder wegging. Aber die Verbindung und die Erinnerung an Berlin, an Deutschland, an Berlin, ist bestehen geblieben. Das hat eine enge emotionale Bindung gebracht, also sowohl von der Berliner Seite als auch von der amerikanischen Seite. Die Zeit ist darüber dann ins Land gegangen. Das wurde dann ein bisschen weniger. Man musste sich darum bemühen. Und wenn ich jetzt in die politische Ebene hinein verlagere, das amerikanische Interesse an Europa hat abgenommen. Die Kritikbereitschaft in Deutschland oder die Frage, welches Verständnis haben wir zu bestimmten verfassungsrechtlichen Strukturen in den Vereinigten Staaten, ist kritischer geworden. Das sind ja auch andere Elemente dabei. Ich entschuldige mich gleich für die Bemerkung, aber in Amerika ist in der letzten Zeit immer deutlicher geworden, auch in den Traditionen, dass es in Amerika Fundamentalismus gibt. Das ist eben Pilgrimfaser und Wilder Westen. Und übrigens, in den letzten Jahren der amerikanischen Außenpolitik wird das ja, auch zum Teil der Innenpolitik, wird das ja immer deutlicher. Das merkt man an der Reaktion hier. Deswegen ist diese im Grunde Bereitschaft, beinahe kritiklos von vielen Teilen der Berliner, kritiklos Amerika zu folgen, ist weg. Welche Erwartungen bzw. Wünsche haben Sie denn heute an diese Freundschaft? Ich wünsche mir, dass die Fülle der menschlichen Kontakte, der freundschaftlichen Beziehungen, der Briefkontakte, aber auch der persönlichen Besuche, die es immer noch gibt, dass die nicht nur bestehen bleiben, sondern weiter ausgebaut werden, auf eine nächste Generation übertragen wird. In Amerika vor dem Hintergrund der rechtlichen Zuständigkeiten in den Kommunen, also bei den Bürgermeistern, sind Städtepartnerschaften nicht ganz so ausbaufähig, wie das zu anderen Ländern der Fall ist. Aber der Kontakt von Organisationen, von Kirchengemeinden, der Kontakt von Universitäten. Diese Organisationen sind eine Basis für Verständnis und vor allen Dingen wichtig, wenn es mal in der Politik ganz oben zwischen den Regierungen in Berlin und Washington nicht so richtig funktioniert, dann kann es und muss es funktionieren auf der anderen Ebene. Das hat schon viele Krisen geholfen, viele Krisen zu überwinden. Und das muss auch nach Amerika aufrechterhalten bleiben. Deswegen ging es mir immer darum, dass bestimmte Organisationsformen, das ist die Rias-Kommission, das ist Checkpoint Charlie, das ist ESPM-Institut, das ist die Amerikanische Akademie hier in Berlin, dass die lebendig auch am deutsch-amerikanischen Verhältnis arbeiten. Und übrigens, die Bemerkung muss ich allerdings auch machen, nicht durch amerikanische Regierungsstellen behindert werden. Welche Geschichte verbirgt sich in dem von Ihnen ausgewählten Bild? Na, das war die 750-Jahr-Feier.
Da ging es übrigens darum, dass das Engagement der Alliierten in Berlin, auch ihre Unterstützung der Stadt Berlin, auch durch die Besuche demonstriert wurde. Und dass klar wurde, dass das nicht eine Feier ist von zwei geteilten Städten, Ost und West. Aber das Bild hier erinnert natürlich auch daran, das war das Jahr 1987. Das war die legendäre Rede, die zwar nicht bei diesem Anstich der Torte von Präsident Reagan, aber doch kurz davor gehalten worden ist, am Brandenburger Tor. Tear down this wall. Übrigens nicht nur dieser Punkt, sondern es waren ja vier verschiedene Punkte dabei. Und es erinnert mich eben daran, dass damals Reagan ja völlig in Europa völlig missverstanden worden ist. Es gab ja heftige Demonstrationen gegen ihn hier in Berlin, zu meinem großen Ärger. Und als ich da am Brandenburger Tor saß, war ich mit meinen Gedanken und den Informationen, die mir zugaben, immer auch bei den Demonstranten, die nicht mal einen Kilometer davon entfernt Radau machten dabei. Aber die Bedeutung der Rede ist ja dann spätestens ein Jahr danach richtig erkannt worden. Also auch mal etwas spöttisch gesagt, als Reagan diese Rede gehalten hat, war er der kalte Krieger und der von Politik, also versteht überhaupt nichts davon, dieser Mensch. Und schon wenige Monate danach war er der große Visionär.